Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel. Heute am Montag, den 26. August. Schön, dass du da bist. Für meine Zuschauerinnen und Zuschauer, was darf ich weitergeben? Über was darf ich sprechen? Karten sind sehr rebellisch heute. Okay. So. Ich war noch nicht bereit. Nee, jetzt. Für meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Was darf ich weitergeben? Dankeschön. Ja, heute haben wir nur Personenkarten hier. Die Königin der Münzen an der Unterseite des Decks. Hier haben wir die Königin der Schwerter. Der König der Stäbe. Die Königin der Stäbe. Was mir hier auffällt und was ich interessant finde, ist die Positionen der Menschen, die man hier sieht. Na, sie guckt ihn an, er guckt sie an, sie guckt aber weg. Es wirkt hier wie eine Konfrontation. Etwas Ernstes. Also. Guck ihren Gesichtsausdruck an. Die wirkt sehr ernst. Ich möchte gleich klären, weil ich könnte jetzt hier reden und reden und reden, etwas über die Personen. Was ich jetzt allerdings Quatsch finde. Das heißt, ich möchte gleich klären und schauen, was hier Sache ist. Die Königin der Schwerter. Die hat was zu sagen. Ja, sie hat definitiv was zu sagen hier. Sie hat etwas mitzuteilen. Wir haben hier noch eine Personenkarte, der Page der Münzen. Dabei kann es sich um ein Angebot handeln. König der Stäbe. Ja. Genau deswegen ist das die herausfordernde Energie. Die sieben Kelche. Sechs Stäbe. Drei Stäbe. Der König der Kelche. Nur Sonnenkarte. Okay, also möglicherweise sind hier mehrere Personen involviert. Definitiv geht es hier um ein Angebot. Die Frage ist nur, ob dieses Angebot für einen Sinn macht oder nicht. Ob man das, was hier einem angeboten wird, ob das einem dienlich ist, ob das auch wirklich gebraucht wird, ob das einen Mehrwert fürs eigene Leben darstellt, ob das eine Verbesserung darstellt, oder ob es auch wirklich, wirklich gebraucht wird. Es kann sein, dass es eben auch bloß toll angepriesen wird, ne? Von einem Verkäufer oder von einem Freund, Freundin, was auch immer, wer das ist in deinem Leben. Nicht alles, was für gut angepriesen wird oder was für toll angepriesen wird, ist auch wirklich, brauchst du auch wirklich, ja, ist auch wirklich nützlich für dich oder
Macht Sinn. Ja, nicht alles macht Sinn in deinem Leben. Und es kommt mir so vor, als wäre dieses Angebot sehr dominant in deine Richtung. Es kann auch um eine Kontaktaufnahme gehen. Das nehme ich auch wahr für manche. Und du fragst dich, ist das ernst gemeint oder ist das nicht ernst gemeint? Ja, also das ist so ein bisschen undurchsichtig. Ja, man ist so ein bisschen zwiegespalten. Ob man das möchte, gerade wenn es zum Beispiel eine Freundschaft betrifft hier oder wenn es die Liebe betrifft, wenn jemand in der Liebe oder in freundschaftlichen Dingen auf dich zukommt. Dieser Mensch aber eher kühl ist und distanziert ist, wo man schwer eine Verbindung aufbauen kann zu diesem Menschen, ja, jemand, der auch sehr rational ist und ja, wo einfach eine wahre Verbindung schwer möglich ist, dann darfst du dich eben fragen, möchte ich das für mich, ja, ein Mensch auch, der keine Nähe zulässt im Endeffekt. Oder ein Mensch, der wenig empathisch ist. Oder ein Mensch, der dir vielleicht im Endeffekt auch gar nicht sympathisch ist. Es macht aber jemand, kommt aber trotzdem irgendwie nett rüber, aber man fühlt das, ja. Man fühlt einfach, ob da eine Verbindung ist oder nicht. Und ich nehme das so wahr, hier fühlt man nichts. Und dann ist hier eben eine andere Person, also. Das, was sich hier anguckt, das passt eigentlich nicht zusammen. Das ist das, was ich hier wahrnehme. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Das, was dir angeboten wird, der Mensch, der auf dich zukommt, das passt nicht zusammen. Okay, hier ist jemand sehr warmherzig, sehr gesellig, sehr heißblütig und sie ist das komplette Gegenteil. Sie ist kalt. Also die Geschlechter bitte außen vor lassen in allgemeinen Orakeln, ja. Aber hier ist jemand sehr distanziert, kalt, rational. Ja, mit diesen Menschen kann man Pferde stehlen, mit ihr eher nicht. Und da ist eher der Hinweis, sich, hier ist noch ein anderer Mensch zu sehen, ja. Sich, wenn du magst, diesem Menschen zuwenden, weil dieser Mensch schwingt mit dir gleich. König und Königin der Stäbe, das sind zwei Menschen von der gleichen Sorte sozusagen, die miteinander resonieren, wo man sofort merkt, die Chemie stimmt. Okay? Das ist aber ein Mensch, der nicht offensiv irgendwie auf dich zukommt, auch wenn die Königin der Stäbe offensiv sein kann und sehr extrovertiert sein kann. Aber ich nehme das so wahr, dieser Mensch, gerade wenn es auch um Liebesdingen geht oder um freundschaftliche Dinge, ist dieser Mensch nicht sehr offensiv. Ja? Kann auch sein, dass sich dieser Mensch noch nicht in deinem Leben befindet, dann sagen die Karten, dieser Mensch kommt demnächst auf dich zu. Ja, dieser Mensch ist für dich vorgesehen, dass dieser Mensch dir begegnet. Also du musst dich hier nicht mit Angeboten und Menschen abgeben, wo du sofort merkst, das passt eigentlich gar nicht. Okay. Weil hier ist jemand anderes für dich vorgesehen und das ist ein Herzmensch, das ist jemand, der warmherzig ist, der mit dem man auch Pferde stehlen kann. Das sind beides kreative Menschen hier, offenherzige Menschen. Unternehmungslustig. Die Liste lässt sich jetzt noch fortführen, aber diese Menschen passen hier zusammen. Die schwingen gleich. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Und das ist aber jemand, der kommt nicht aktiv auf dich zu, ja, oder überrumpelt dich irgendwie oder spricht dich an, sondern man lernt sich auf Umwegen kennen. Kann sein, dass sich dieser Mensch, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe gerade, dass sich dieser Mensch noch in der Ferne befindet, vielleicht im Ausland oder wohnt weiter weg. Ja, und da stellst du dann fest, hey, puh, das hätte ich niemals gedacht, aber das ist genau der Mensch, der zu mir passt. Wo diese Connection da ist, das Gefühl, ne? Dass man das spürt, das passt. Was darf ich noch an zusätzlichen Impulsen hier drauflegen? Okay. Okay.
Hier ist auch wieder die Farbe Rot mit drin, was eher auch ein Hinweis ist auf diese beiden hier, anstatt auf sie, ne? Und was sage ich denn die ganze Zeit? Da schau her, das Bauchgefühl, das ist wichtig. Das, was du bereits ahnst, wird genauso geschehen. Nun ist es an dir, entweder Vorkehrungen zu treffen oder sich einfach drauf einzulassen. Höre auf dein Bauchgefühl, das ist diese unsichtbare Connection hier, die du hier wahrscheinlich nicht wahrnimmst, aber hier. Okay. Eine Karte. Ich habe mir das irgendwie gedacht, dass diese Karte sich zeigen möchte. Und was haben wir hier drauf? Einen wunderschönen Kelch. Und Kelche stehen für die Gefühlswelt, Bauchgefühl, Resonieren oder Resonanz. Das fühlst du, okay? Das ist eine Karte, die für Freude steht. Beide Menschen hier können so viel Spaß miteinander haben, können so viel miteinander lachen, ja? Fühlen sich lebendig miteinander. Diese beiden nicht, okay? Das passt nicht. Auf gut Deutsch gesagt. Hier liegt Knistern in der Luft. Es knistert hier zwischen zwei Menschen. Gerade auch wenn es einmal in der Liebe, aber auch in Freundschaften, ja, wenn man einfach zusammenpasst, wenn es einfach schön ist, wenn es Spaß macht, wenn man einfach Bock hat, was miteinander zu unternehmen. Okay, also das ist eben das, was der Kelch hier sagt. Du wirst das spüren. Okay. Ja, liebe Seele, vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, gern bis morgen. Bye, bye.